small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. So are die Hose? Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch. Sorry? Just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. So. Und das ist das Intro zu The Binding of Isaac Repentance. Also das ist die finale Form von The Binding of Isaac. Und ja, das ist eins meiner Lieblingsspiele, würde ich schon sagen. Ich den Eindruck, ich bin gerade ein bisschen leiser als die Musik. Das habe ich mal ein bisschen runtergeregelt. Und, ja. Genau, ich mache mir hier noch schnell den Chat auf. Und dann geht's rein. Ich habe mal einen ganz neuen Spielstand gemacht. Ich muss aber sagen, die Musik ist mir ein bisschen zu laut. So ist es mir angenehmer. Und dann nehme ich ein bisschen Musik so hoch. Perfekt. Genau, also die Story haben wir ja schon mal gesehen. Ich habe schon eine sehr große Menge an Spielstunden. Ich glaube, dreistelliger Bereich in dem Game. Aber ich habe einmal alles gelöscht und ich dachte, ich steige einfach mal neu ein. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt. Und ja, für die, die es noch nicht kennen, macht euch auf was gefasst. Es ist ein Roguelike mit sehr, sehr vielen Unlockables. Und vielen Schwierigkeitsgraden. Und damit legen wir mal los. Genau. WASD ist Movement. Pfeiltasten sind Schießen. Mit Elix eine Bombe. Mit Space setzt du dein Item ein. Spoonbender ist erstmal gut. Das ist. Genau, du sammelst auf jedem Floor, der zufällig generiert wurde, Items ein. Das hat sich auch gelohnt. Mit denen verbessern sich deine Schüsse. Und du musst halt gegen diese Monstrositäten dich behaupten. Und ja, du bist ein kleiner Junge, der sich mit seinen Tränen zur Wehr setzt. Man schießt die Tränen. Ist ein etwas makaberes Spiel, aber ja, das
soll uns nicht abhalten. Das Gameplay ist halt sehr, sehr nice und vor allem abwechslungsreich. Ah, Zwölpus auch im Chat. Hallo. Genau, in der Kiste sind jetzt so Spinnen, die sind aber auf meiner Seite. Da erkennt man daran, dass sie blau schillern. So. Zabum. Ich habe noch eine Bombe, das ist gut, weil hier sieht man, der Stein, sieht man wahrscheinlich nicht, der jetzt diagonal rechts über mir ist. Der hat ein Kreuz und enthält ein blaues Herz. Du hast keinen Ton. Habe ich auch keinen Ton? Kannst du mich hören, Zwerpo? Sonst würde ich einmal ganz kurz den Stream anmachen bei mir. Ist ja nicht gut. Oder ist vielleicht noch ein Kopfhörer angeschlossen irgendwo? Oh, sieht man's? Wo sieht man's? Da. Ich hab Ton. Ah! Super, da bin ich ja beruhigt. So. Haben wir eigentlich wir haben den Floor komplett besucht. Können wir uns direkt dem Gegner annehmen. Und der erste Bossgegner ist eine Kackwurst. Ein kleiner Schiss. Ich kann das gleich anpassen mit der Musik. Ich hatte die nur gerade sehr laut bei mir auf dem Ohr. Ah, jetzt habe ich Schaden genommen, das ist nicht gut. Ja, die Gegner werden mit der Zeit schwerer und schwerer. Ungern. So, ein paar Herzen. Dann drehe ich die Musik noch ein kleines bisschen auf. So. Genau, und falls jemand das Game hat, selber hat, dann könnte er jetzt da den DPAB6G, den oben links, den Seed von der Runde eingeben. Und würde genau den gleichen zufällig generierten Floor wie ich jetzt bekommen, mit den gleichen Items und so weiter. Finde ich ziemlich cool. Dadurch kann man irgendwie coole zufällige. Ah, ich habe die Musik jetzt hochgeregelt und nicht mich. Das war natürlich ein bisschen dämlich. Kleinen Moment. So. Ist es jetzt besser? Das war natürlich counterintuitive. Auf die habe ich nicht so Bock. Habe ich überhaupt einen Schlüssel schon? Nee, noch keinen Schlüssel. Aber ich würde sehr gerne das hier einmal in Anspruch nehmen. Und hier können wir uns auch noch einen Schlüssel organisieren. Oh, Mucke ist jetzt ein bisschen zu leise. Das können wir ja alles anpassen. So. So, den Teleporter, den nehme ich einfach jetzt mal mit. Genau. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich kenne die ganzen Items jetzt natürlich schon aus meiner Erfahrung. Aber, wenn es Fragen gibt, gerne im Chat schreiben. Ich kann ihn auch tatsächlich bei dem Spiel hier sehen, weil es halt im kleinen Fenstermodus ist. Und ja, es ist leichter, es schweigend zu spielen. Aber ich versuche natürlich trotzdem, möglichst viele Fragen oder auf das, was geschieht, einzugehen. Genau, und da würde ich vielleicht auch einfach mal in die Runde fragen, kennt ihr vielleicht
Also kennt ihr das Game schon oder habt ihr es schon mal gesehen? Sagt es euch was, das ist inzwischen... Also es ist eins der legendären Indie-Games. Ist von dem Super Meat Boy-Macher. Und ja, kam auch in Indie-Game The Movie vor und so weiter. Das ist ein wirklich sehr bekanntes Spiel. Die roten Feuer, die schießen irgendwann auf mich. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Hat sich aber gelohnt. Das bisschen Schaden nehme ich jetzt in Kauf. Das ist so eine Tür, durch die man nur durch kann, wenn man auch Schaden nimmt. Gott, oh Gott. Was habe ich denn hier jetzt? Two of Hearts. Damit verdoppel ich mein Leben. Oh, Stream ist noch an. Das geht ja so blöd. Tötet man das ja alles doppelt. So, Two of Hearts. Wie setzte man das nochmal ein? Das war mit Q. Two of Hearts. Genau, damit mit der Karte verdoppel ich meine Leben. Okay, Speed up, damit werde ich schneller. Mario Wizard ist kurzzeitig. Ich weiß nicht, ob man das Meme kennt, das ist aus der Internetzeit. Da schießt man so blöd in beide Richtungen. Und jetzt habe ich die Zeitlupenpille genommen. Ich will noch mal ganz kurz in den Optionen gucken, ob ich die Stats einblenden kann. Found. On. Charge Pass. On. Bullet Visibility High. Normal. Active Cam. Pop-Ups. Ah, genau, man kann es auch smooth machen, dann ist der Pixel-Look weg. Fullscreen. Alles klar. Ah, jetzt sehe ich meine Stats. Da sieht man sie auf der linken Seite. Das freut mich sehr. Und jetzt setze ich den Teleporter ein, um mich aus diesem Raum rauszuholen und ohne Schaden zu nehmen. Und ja, dann 10 Münzen haben wir. Das reicht nicht für den Shop. Das lohnt nicht. Und steht noch für die Glory Junior. Ja, Larry Junior kann tricky sein. Aber letzten Endes, gerade am Anfang, also in den ersten paar Walkthroughs, ist es tatsächlich nicht ganz so ein großer Akt, die Gegner zu besiegen. Das Game geht auch, also sagen wir so, es ist das Late Game. Da hat der Lachs die Locken versteckt. Ach, dumm, Schaden genommen, das wollte ich nicht. Ja, neues Item freigeschaltet. Und genau, jetzt haben wir einige Stat-Upgrades bekommen. Wir haben Schussgeschwindigkeit bekommen, wir haben Schussfrequenz erhöht bekommen. Genau. Wow. Und weiter geht's. Zack, 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 zack. Und jede Runde werden die Gegner quasi ein bisschen schwerer. Und wie gesagt, die Dungeons hier sind zufallsgeneriert. Oh, das mache ich jetzt noch nicht. Ich brauche den Schlüssel noch. Und wie man dem Charakter auch ansieht, jedes Item macht irgendwas mit der Figur. Und am Ende der Runde sieht er einfach sehr, sehr mitgenommen aus. Ja, das
ja kein schwerer Raum hier. Die, wenn man mit denen auf einer Augenlinie ist, chargen die auf einen. Das ist alles noch keine große Herausforderung. Aber ganz im Ernst, wenn man das erste Mal spielt, ist das schon sehr unnachgiebig, dieses Spiel. Also, hat schon etwas Dark Soulsiges, weil halt alles irgendwie darauf aus ist, unter die Erde zu bringen, hätte ich beinahe gesagt, aber genau da sind wir ja hin. Kaboom, kaboom, kaboom. Oh. So, dalle. Und das ist ein Champion, den nehmen wir wieder. Na bitte. Den Boss haben wir, aber wir haben unser Item noch nicht eingesammelt. Jetzt haben wir inzwischen auch schon 3 Schlüssel, das ist gut. Puppe. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Es gab nämlich noch einige Updates, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Rotten Tomato. It's delicious. Was das wohl macht. Sieht auf jeden Fall nicht sehr appetitlich aus. Aber ey. Komm vor, komm vor. Ich meine, eigentlich sehe ich genauso aus, nachdem ich irgendwas mit Tomatensauce gegessen habe. So, wir haben immer noch nicht genug für den Shop. Also lohnt sich das nicht. Gehen wir mal rein und zeigen dem, wo es lang geht. Ist auch einer von den neuen Bossen, gegen die ich noch nicht gekämpft habe. Ab und zu habe ich so einen großen Schuss. Vielleicht macht der mehr Schaden. Ja, der ist ein bisschen komplexer, der Gegner. Den kannte ich noch nicht so. Aber wir haben ihn gleich. Aua. Aber knapp. Knappe Nummer, knappe Nummer. Und ein Tacker. Damage, mehr Schaden. Oh, wir haben uns ein Auge zugetackert, super. Oh. Weiter geht's. Mehr Geld. Mehr Geld. Oh, das könnte schon gewesen sein. Ah, die Tomate macht irgendwie Schaden über Dauer. Sehr gut. Sehr wenig Leben. Ja, wenn man wenig Leben hat, dann wird in den Raum reinkommt, lässt man nur so einen kleinen Pipi-Fleck da. Oh, wir haben eine Joker-Karte, die setze ich sofort ein. Da kommt man nämlich in den Deal with the Devil, also den Deal mit dem Teufel, Traum. Und da können wir gegen permanentes Leben, ein Item bekommen. Und die sind meistens relativ stark, aber man muss halt permanent dafür Leben aufbauen. Aber bei diesen ist es tatsächlich, jedenfalls war es früher so, dass sich das sehr gelohnt hat, den zu holen. Ja.
hat halt so einen Strahl. Und es gibt auch ein Item, das heißt Brimstone. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen würde, aber das ist super stark. Also es ist eigentlich immer so, so ein Win. Run. Ich finde auch das Sounddesign sehr geschmackvoll in dem Spiel. Mehr Leben, mehr Leben, mehr Leben. Na, nimm's mit. Ja, und es gibt ganz, ganz viele Secrets und so weiter. Das ist das Tolle an dem Spiel. Wie gesagt, also ich glaube, ich hatte 160 Stunden oder so in diesem Spiel über die letzten 10 Jahre angesammelt und ich hatte nicht mal ein Drittel freigespielt. Die bleiben liegen stehen. Flamme, Bombe. Das können wir mit dem TNT, dachte ich, aber ging nicht. Bossherz. Nein, 15. Wir brauchen 15 Gold, damit sich der Shop lohnt. So. Schnell durch. Anarchist Cookbook. Nehmen wir mit. Dann können wir Bomben herbeibeschwören. Das ist ganz gut gegen Bosse. Und let's go. Der ist schnell. Und da haben wir ihn gelegt. Und tatsächlich ein Leben abbekommen. Und keinen Schaden genommen über den Bosskampf. Und deswegen können wir uns wieder ein Item hier holen. Ist die Frage, ob wir es wollen. Yes. Ah, der macht eine Blutspur, wo der Gegner Schaden drin nimmt. Ich dachte, der würde Fliegen ausspucken, aber das ist das Rotten Baby, also das Vergammelnde. Ja, also man sollte, ja, das ist ein sehr makabres Spiel. Ah, zum Glück müssen wir hier nicht längs, das ist einfach nur zeitaufwendig. Ja, die sind halt super easy, wenn man dieses Baby hat. Oder so, ja. Ja, nee, das ist ein Boss, ist ein Kampfraum, da müsste man sich durchkämpfen, habe ich jetzt nicht so das Interesse dran. Der hier läuft halt die ganze Zeit durch den roten Creep da, durch das auf dem Boden. Und sowieso nicht lange aus da. So, weiter geht's, weiter geht's. Ach, komm mal. Noch mal ein bisschen schneller werden. Die haben auch Creep, da sollte man nicht reinlaufen. Das Blöde ist, wenn wir diese roten Flecken machen, dann wissen wir nicht mehr genau, welches unsere und welches deren Shit ist. Little Brimstone ist einfach ein krass starkes Item. Okay, wir haben 4 Schlüssel. Wir können mal
in den Shop reingehen. Oh ja. Damit können wir uns die Batterie holen. Haben dann den schnelleren Charge. Ja, ist einfach jetzt fürs Achievement, weil jedes Item ja nochmal neu eingesammelt werden muss. Und wie gesagt, aber sind die Runden auch nicht so anspruchsvoll. Ah, das ist, die explodieren. Wie unangenehm. Oh, das hat sich gelohnt. Die silbernen bringen mehr Gold, die silbernen Münzen. Oh, jetzt haben wir richtig Knete. Super. Den machen wir auch noch kaputt. So. Wir haben unseren Item Room noch nicht, deswegen gehe ich nochmal auf die Suche. Und dann sehen wir mal. Ah, hier ist er. Nein, da. 8-inch Nails. Jetzt schieße ich Nagel Sticker Turm. Ich glaube, das ist ein Schadensupgrade gewesen. Müsste man immer Replay gucken. Es gibt Add-ons für das Spiel, also von Fans gemacht. Und tatsächlich der letzte DLC ist auch eigentlich eine Fan-Mod gewesen, die einfach der Edmund Macmillan, der Erfinder des Spiels, der sich das Game ausgedacht hat, dann gesagt hat, nee, das nehme ich einfach mit rein. Nee, das ist so ein gutes... So eine gute Edition. Das ist so eine gute Addition zum Spiel, dass das einfach nicht drin ist. Jetzt schießt er anders. Kotziger. Eben hat er noch so gezielter. Vielleicht hat er seine schlimmste Attacke. Ja, jetzt dreht er sich nämlich zu seinem Kapitän. Ja, nicht gut. Stehen bleiben. Aber wir haben ihn. Und wir haben keinen roten Herzschaden genommen. Das ist auch richtig gut. Hier ist ein Shot Speed up. Ja, Mann. Schöne Schussfrequenz. Ratatatatata. Und jetzt sind wir schon beim Final Boss. Wie es aussieht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Leben gewünscht, tatsächlich, aber. Kann man sich nicht immer aussuchen. Der Zombie steht wieder auf, aber der hier halt nicht. Goodbye. Alter, die Neger sind richtig zielsuchend, das finde ich super. Das finde ich nicht super. Wenn das Lachen kommt, dann kommen meistens Hände von der Mutter. Von Mom. Ja, diese Nägel sind super gut irgendwie gerade, habe ich den Eindruck. Will ich das? Why not? Probiere ich mal. Wenn du eine Bombe neben dem Stein legst, deckt er damit das...
Und ich habe ein Secret Room gefunden. Genau, viele Items sind auch nicht erklärt. Da muss man immer im Wiki nachlesen. Oder halt einfach damit umgehen, dass man nicht genau weiß, was man macht. Aber das ist alles halt auch gewollt vom... Im Sinne des... Das sind auch im Sinne des Erfinders. Weil es... ich weiß nicht, ob man sich noch erinnert, früher, wenn man auf dem Schulhof so Gerüchte gehört hat. Irgendwie, keine Ahnung, bei Pokémon, wenn du dreimal B drückst und an der und der Stelle und dann dran trinkst und so, dann kommt ein Missing No um die Ecke oder so. Und genau dieses Erlebnis von der Spekulation wollte der Spieleentwickler da auch drin haben. So, in diesem Raum kann ich Leben opfern gegen Geld, aber ich habe viel Geld und ich habe wenig Leben. Also es ist kein guter Deal in dem Fall für uns. Es ist halt so ein größerer Raum, aber letzten Endes unsere Tomato-Shots sind irgendwie schon krass gut. Bam. Biu. Da ist unser Item. Guck mal, das war... Der sieht fast so aus, das ist ja fast eigentlich der Gegner, der erste Bossgegner, gegen den ich jetzt eben gerade gekämpft habe, der sich jetzt in diese anderen Mr. Hankies hier aufgelöst hat. Pupi. Control-Tier. Ah, okay, das ist doof gewesen. Das hätte ich nicht nehmen sollen. Weil mit dem Strahl kann ich quasi die Tränen exakt, also meine Tränen sehr exakt positionieren. Das heißt, sie sind nicht mehr zielsuchend. Dafür super präzise. Ne? Ah, ich bin ein Trick. Komm mal. Oh nein. Nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da wird noch eine Runde drin. Da kann ich... Eigentlich ein sehr guter Raum für den Anfang, aber ich habe noch nicht so viele Sachen freigeschaltet. Deswegen bin ich jetzt mal vorsichtig. Oh, die Fliege wird unsichtbar. Wing. 15 Dinger wären jetzt gut. 15 Münzen, weil mit dem 50% Voucher wäre halt sehr nice. Da kostet alles nur noch die Hälfte im Shop. Das wäre natürlich ein guter Deal. Wir könnten jetzt auf die Suche gehen nach Münzen. Das ist krass, wie die Rhythmik und die Muscle Memory wieder kommt. Oh nein. Das ist mit einer der beknacktesten Fähigkeiten. Bin ich jetzt nicht so begeistert. Ich würde einmal ganz kurz versuchen hier. Ein bisschen leben zu lassen. Na, hat sich nicht gelohnt. Manchmal kann man da richtig krasse Items bekommen. In Anbetracht der Tatsache, dass hier so ein blödes Item hatte, hatte ich gehofft, dass ich da irgendwas bekomme. Monstro, den ich hier habe, mit dieser Block mit der Hasenscharte, ist tatsächlich der erste Boss in Isaac gewesen, also als es vor 10, 15 Jahren rauskam. Genau, mit dem Item drehen sich halt die Tränen wie so Planeten und so. Das ist halt super doof. Ich gehe aber nochmal in diesen Opferraum.
Wenn ich da jetzt was bekomme, das wäre halt richtig gut. Ja, Spear of Destiny. Alles klar. Darum geht's immer. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist ein heiliges Item, glaube ich. Und, ja, broken. Nicht broken, aber macht schon arg Schaden. Wenn ich es richtig verstehe. Genau, dann kann ich die Gegner quasi im Nahkampf einfach deleten. Das war ein bisschen ungünstig. Zeitintensive Aufgabe hier. Schlüssel, das ist auch gut. Ja, gut. Gerade in den frühen Räumen ist das halt richtig stupid broken, dieser Speer. Slice the Dicey. Und den mache ich auch in mein Orbital Tears kaputt. Das Trinket nehme ich noch mit. Ich habe mein Item in diesem Raum diese Runde noch nicht eingesammelt. Das würde ich gerne noch machen, bevor ich hier weiterziehe. Spring. Sorry, da werde ich noch mal. Alter, Bob's Brain auch noch. Das ist, ja, der kann, hat, ist gut oder hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Basically eine Bombe, die ich auf den Gegner schießen kann. Okay, fair enough. Brimstone Baby und den Little Bum. Ich nehme den Little Bum. Bug Bum. Der sammelt Herzchen ein und gibt mir Sachen im Gegenzug dafür. Muss manchmal nur ein bisschen schneller sein, um es einzusammeln. Ja, also das ist auf jeden Fall ein stronger Run, den ich hier gerade habe. Oh, shit. War natürlich dumm Schaden genommen. Das gehört dazu. Snipey. Oh, come on, das war nur ein Witz. Jetzt nicht schauen. Das ist eine blöde Kombo mit Bob's Brain, ehrlich gesagt. Den hätte ich nicht einsammeln sollen. Mir damit selber schaden kann. Ich habe nicht so viel Leben, um damit rumzukaspern. Nee. Dann bist du weg. Guck mal, das hat mich jetzt das Leben gekostet. So, eine letzte Runde. So, eine letzte Runde. Haben sie es geändert? Interessant. Man kann, früher konnte man einfach so Runs rerollen, mit indem man R gedrückt wird. Und wenn einem das Anfangs-Item nicht gepasst hat, aber da haben sie ja letzten Endes recht. So, man muss nämlich einen ganzen Raum
Sonst hätte man das immer gespammt. Und genau, sie haben es ein bisschen geändert, dass man es nicht ganz so einfach machen kann. Was ich gut finde. Auch wenn ich es gerade abused wollte. Aber ich wollte es eigentlich aus unterhaltungstechnischen Gründen machen. So. Hier ist schon das der Boss. Ich würde eigentlich gerne mein Item noch vorher einsammeln. Heikel. Ja, ich habe mich jetzt gerade nicht. Ich habe es nicht leichter gemacht. Ja, es gibt halt viele Items und auch Item-Kombinationen, die dich ziemlich fertig machen. Kann ich nicht. Nee. Aber es ist halt, genau, die Frage ist, nochmal ganz kurz in die Runde, kanntet ihr das Game schon oder ist das jetzt was komplett... Oh, Amnesia. Jetzt habe ich vergessen, wie die Map aussieht, toll, ganz toll. Da ist das Item. Okay. Oh, eine Bücherei, die hätte ich eigentlich auch ganz gerne noch gecheckt, aber so, da ist der Boss. Bombe haben wir nicht. Das ist wieder der Puppige. Das ist jetzt peinlich. Ja. Lass ihn nicht auf mir sitzen. Und da hat man auch schon den Suchtfaktor. Okay, ich habe toxische Pupse jetzt freigeschaltet für mich als Waffe. Ich glaube, die sind in der Hinsicht, die sind nicht vernichten, sondern eher, dass ich die Gegner damit charme. Sind ziemlich, ja, ist halt Pipi-Kacke-Humor, ne? Ja, das sind jetzt meine Freunde. Ja, die bringen sich gegenseitig um. Weil sie gecharmt sind. I can see forever. Okay, gut. Was ist das? Ja, bin ich noch weit weg, money-mäßig, money-wise. Ja, vielleicht ist das ein guter Geheimraum hier. Eine Bombe. Und so, mal gucken, was hier drin ist. Okay, der Kochlöffel, damit wird man schneller und man sieht verprügelt aus. Naja. Genau, also vielleicht hätte ich noch eine Triggerwarnung rausgeben sollen. Es ist vielleicht nicht für alle Altersgruppen geeignet. Und es ist vielleicht auch, wenn man sensibel ist, vielleicht auch nichts für schwache Nerven. Ich
Stein habe ich gesehen mit dem extra. Manchmal übersieht man die ja auch. Zurück. Die Steinkiste muss man aufsprengen. Das ist aber genug gekräutert hier. So, was ist das? Judgment bringt ja auch nicht viel. Oh, doch, den können wir in die Luft jagen. Und kriegen wir noch eine Bombe zurück, das hat es jetzt gebracht. Okay, it hurts, no it doesn't, I don't know. Das ist die Nadel, was die Nadel macht, das ist auch eine von den neuen Items, die ich nicht kenne. Es ist irgendwie so ein Semi-Blind Let's Play jetzt gerade. Beziehungsweise spiele ich Semi-Blind, weil ich halt diese XXDLC nicht kenne. Power oder Pentagramm? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist das Pentagramm. Und ich könnte Money hier kurz Power nehmen, aber ich will noch in den Shop rein. Oh, gut, dass ich da das sehe. Sharp Plug. Ne, mach ich nicht. Tür ist zu. Und weiter geht's. Ja, das Pentagramm macht halt übertrieben viel Schaden. Wenn ich mich richtig entsinne. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, die Deal with the Devils zu bekommen, sind auch größer. Wenn man beim Deal with the Devil nichts nimmt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Deal with the Angel bekommt. Das sind auch gute Items. Ich weiß nicht, ob ich die schon freigeschaltet habe. Ist vielleicht sinnvoller. Damit kann ich wenigstens Hindernisse überbrücken. Ja, guck mal, das kleine. Ne? Wow. Vielleicht haben wir hier. Nein. Broken Stopwatch not for me. Farbigeren Gegner sind meistens machen einen ganzen Schaden statt einem halben, also ein ganzes Herz Schaden statt einem halben Herz. Range up, ja gut. Und ich kann da nicht rüberspringen. Ich dachte, das wäre der tolle Vorteil von dem ganzen. Piep ist einer von meinen nicht so präferierten Gegnern. Pipi-Tropfen auf jeden Fall. Ich würde ihn echt gerne ohne Schaden zu nehmen legen. Okay.
High HP Tiers und so weiter. Sehr viel ab. Ich probiere es. 9 Leben. Ich habe jetzt ein Leben, aber dafür, wenn ich sterbe, werde ich halt wiedergeboren. Ich will einmal wenigstens den ersten Boss besiegen. Das würde ich euch gerne schon noch in der ersten Runde zeigen. Okay, jetzt im Ernst. Wenn man von diesen Guppies-Items ganz viel einsammelt, dann wird man zur Katze, wenn man drei Stück, es gibt Guppies Paw, Guppies Head, Guppies Nine Lives, also es gibt unterschiedliche Items, die zu so einem Set zusammengehören, und wenn man das Set zum Beispiel voll bekommt, dann kriegt man nochmal besondere Fähigkeiten. Hangman nämlich, damit kann ich für einen Raum fliegen. Das mache ich auch direkt. So, jetzt bin ich entspannter. Die Fliegen explodieren. Das ist, also man sieht ja eigentlich, was die einzelnen Gegner, was die so machen, und was ich am besten gegen die wehrt. Und dass ich hier fliege, ist halt super, weil ich super viele Items dadurch bekomme. Ja, das hat sich richtig gelohnt. Die Pillen, es gibt auch welche, die machen hier einen Schaden und so, und das ist halt. Tammy's Head ist gut. Ja, Tammy's Head ist gut. Einmalig im Raum kannst du sehr viel Schaden anrichten. Und das Ziel ist es jetzt gerade wirklich. Ziel ist es jetzt gerade. Das ist eine große. Ziel ist es jetzt gerade, möglichst viele blaue Herzen. Die blauen sind nicht permanent, die kannst du nicht mehr auffüllen. Die verlierst, wenn die weg sind, sind sie weg. Musst du neue einsammeln, während die roten regenerierbar sind. Und ja, es ist einfach so. Inzwischen so ein komplexes Spiel geworden, dass es irgendwie gerade, ich habe gemerkt gerade, wie es quasi unmöglich ist, alles zu covern. Informationsmäßig. Dann dummen Schaden nehmen, weil man nicht aufpasst und zum Chat rüberlinst. Aus Versehen gedrückt, ich wollte gar nicht. Zu früh. Kackis wegmachen. Wie glücklich die gucken. Kleine Stickies. Das war knapp. Können wir bitte noch mehr blaue Herzen haben? Danke. Ich mag die nicht so gerne, weil sie nicht leicht zu treffen. Okay, jetzt bringt mir aber nix. Ich
Gruselig. So, jetzt sind wir irgendwie falsch gelaufen. Weil wir haben noch kein Item. Das würde ich dann doch auch gerne mitnehmen. Hier runter war. War gut. Haben wir ganz schön viel Knete. Pheromones. Ich habe erstmal ein bisschen Geld da gelassen. Oh, ich habe vergessen, welche Taste habe ich denn schon eingesammelt. Es war Termise. Sorry, ich habe umsonst gebacktrackt. Das wollte ich nicht. Happens though. Schon wieder sieht unser Charakter einfach komplett anders aus. Up. Ratatatatam. Das ist auch ein gutes Item. Und weiter geht's. Und wollen wir hoffen, dass das jetzt... Ich könnte für 2 Schlüssel in den Raum. So, Würfelraum. Und damit hab ich den Raum rerollt mit dem 5er. Okay. Ja, diese... Oh, hier gibt es ein Geheim. Also, Curse of the Dark. Da wird es zwischendurch immer richtig duster. Oh, ich schieße in alle Richtungen. Soll mir recht sein. Ich spring mal den Schild. Oh ja, stimmt, den Lucky Rock, den kann man auch bekommen, wenn man so einen blauen, so einen Tinted Rock klärt. Jede Unterstützung hier. Oh, perfekt. Ja, komm mal. Nope. Hirnis. Geld, kein Schlüssel mehr, aber wir haben eine Bombe, deswegen können wir einen Schlüssel holen. Sehr gut. Greed. Der sitzt manchmal in den Shops drin. Genau, die Unterbosse sind teilweise so die 7 Todsünden.
Oh nee, du. Komm mal. Reiß dich zusammen. Puberty. Ich weiß nicht, was Puberty macht, aber ich sehe auf jeden Fall sehr pubertierend aus. Okay, damit kommen wir zum Boss. Okay. Ah, 9 Lives. Sehr gut. Geregelt. Oh, come on. Okay. Oh, ja, wieder. Stroller da mich hier wieder vor. Ach, komm, ich werde noch mal eine kleine Runde drehen und gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas versteckten Herzchen oder so einsammeln kann. Ah, ich habe keine, ah, ich habe nichts mehr. Unangenehmer Boss. Weil er halt relativ schnell tot ist. Nee, das wird nix. Ich check jetzt noch eine. Nee, bei mir ist die Luft raus. Aber ich werde die Tage das jetzt regelmäßig aufzeichnen. Weil ich würde gerne mit euch mal ein bisschen auf die Entdeckungsgeschichte mitnehmen, die dieses Spiel halt ist. Und wenn es euch gefällt, lasst es mich gerne wissen. Oder uns gerne wissen. Und dann sehen wir uns vielleicht bald schon in der nächsten Folge. The Binding of Isaac. Für eine Münze und... Genau, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.